Servus Leidlern, hi zurück zu Pokémon World Online. Heute mit etwas ganz Besonderem. Mit dem PS3-Controller geht's nicht. Heute reden wir ganz normal, so wie mit normalen Leuten reden, Darat. Nicht nur mit Let's Play. Da habe ich mir nämlich das Hochdeutsch ganz schön angewöhnt. Ne? Letzte Zeit habe ich immer so, immer wenn ich das Headset aufsetze, fange ich gleich immer meistens zum Hochdeutsch rein. Das werde ich. Über das reden wir später weiter. So. Bei mir sind dann wieder die Trainer resettet worden. Yeah, Trainer! Und ich habe da einige Pokémon, die sehr viel Erfahrungspunkte brauchen. Also nicht ohne. Halbe Mille, also was. Dreiviertel Mille. Ganz schön viel. Und ich rede halt auch um meinen Dialekt, weil ich keine Lust auf Hochdeutsch und weil jetzt Part 2 Kommentare gegeben hat. Jo, reden wir normal. Da rede ich halt mal normal. Warum nicht? Bubble Beam! Die ganzen Arenen wieder resettet. Ah, es ist so nett, so viel Erfahrungspunkte zu kriegen. Nebenbei habe ich Yugong mit. Yugong. Interessante. Start. Stats. Ich denke, ich bin jetzt halt verschnupft. Dafür kann ich nix. Kämpft mich schneißen. Was hört man da im Mikrofon? Das ist dann so. Nicht so schön. So, den Trainer da unten habe ich schon gemacht, den Daniel. Weil ich einfach mal kontrolliert habe, sind die Trainer resettet, sind sie nicht resettet. Einfach mal wieder alles abgehen. Yeah! Alle zwei Wochen! Yeah! Alle zwei Wochen! Yeah! Sind die Trainer resettet. Wir fangen immer wieder neue Leute. Sind die Trainer wieder wie Battleboar in der Arena? Die Arenaleiter nicht, aber die Trainer davor schon. Da kann man sehr viele Erfahrungspunkte farmen. Sehr viel! Muha! Ah, oh, muss das vorbeigehen, hey. Tailwind. Das funktioniert allerdings nicht. Normalerweise muss er Tauboga schneller sein jetzt wie. Du weißt, Taub. Ja, gab schon. X-Part. Yeah. Leider gibt's mir in Dialekt noch keine Pokémon-Nummern. Für keine nix. Ist einfach so. Aber es gibt schon lustige Sets. Da haben wir die Pokémon Orama oder Orama oder Oprama. Drei verschiedene O. Wer es verstanden hat, schreibt es in die Kommentare. Wer nicht, der hat Pech gehabt. Farfetched. Tja, was für eine Führerin hätte. Mich nur die Trainer eigentlich abgehen. Ganz normal, lalalala. Und chillen ohne Ende, wie immer sonst. Es gibt aber nichts Neues eigentlich im Pokémon Online. Also, letzte Zeit ist der Server sehr oft down. Besonders in der Nacht, weil die Infos dran arbeiten. Murkwurf. Und seitdem der Mount Silver drin ist, ist ziemlich chillig geworden. Die ganzen Pokémon-Welt. Weil sind jetzt alle irgendwie im Mount Silver drin. Die was meistens sind mit grünen Nummern oder die was. Auch noch geht, hey. Oder die was schon 16 Orden haben, die wollen alle ein Lavita haben. Ich hab schon was, ich hab sogar Pupita, das hab ich dann verkauft. Für nicht sehr viel Geld, aber immerhin. War ja ein bisschen nicht so gut. Trainer? Jo, Trainer! Erinnert mich an Pokémon Schwarz 2. Aber ich muss sagen, ich habe bei Pokémon Schwarz 2 ein paar Parts voraus aufgenommen und muss sagen, es ist ganz schön hart. Ah, nicht Konfusströme. Na, wenn jetzt hier selbst verletzt, loche. Und mein Gott, nicht wenig. Ich glaube, die Stärke von Selbstverletzungen in Pokémon Online ist. Ein 32 oder 16 der maximalen KB des gegnerischen Pokémons. Ist immer anders, aber auf jeden Fall ist nicht ganz stark. Die Verwirrung, leider. Es hat nicht Stärke 40 wie in dem Spiel. Also wie im normalen Spiel. Und ich habe auch noch was vor mit Pokémon gehabt, das möchte ich auch noch Let's Play und heute Oldschool spiele. Da haben wir immer wieder was drauf, hey. Das klappt mir gar nicht. Heißt, wir haben mal ganz brüder Tag, ne? Okay, draußen scheint die Sonne. Ey, gehen wir alle aus, sicher, wäre spaßiger, yeah!
Letzte Zeit habe ich fast keine Zeit, Pokémon Lounge zu spielen. Leider. Weil live und so. Es ist ein Wunder überhaupt, dass ich halt aufnehmen kann am Samstag. Ja, ich nehme immer den gleichen Tag auf wie das Pokémon Online Hochloner Tour. Zum vierten, sage ich schon mal, 10. Mal oder so? Sicher schon öfter. Ich frage immer wieder, hey, wann nimmst du Pokémon Online auf? Immer am Samstag leideln. Am Samstag! Genau den Tag, wo es Hochloner Tour. Ich glaube, das steht sogar in meiner Kanalbeschreibung. Egal, aber, ne? Müssen die noch schauen? Egal. Officer Kam! Genau, hat er eigentlich irgendwas? Stimmt, das ist der für die Zugquest in Johto. Der Officer Charm. Und nebenbei, mich fragen immer wieder Leute, wo gibt's die Angel in Johto? Dora. Genau, der da verkauft irgendwie Angel, der Fishing Guru. Für 10.000 Poké-Dollar. Wir sind nämlich auf der roten, schauen wir mal noch mit List einfach, 32. In Kanto ist irgendwo. Geht's einfach slash help what's ein und sucht das eh. Vermilion City und Route 32. Stellt genau ist rein. Der Befehl help wird sowas von selten genutzt. Ich frage mich immer wieder, kennt sie es überhaupt denn? Aber ich hab den schon mit zwei Kleideln. Ja, helps und dann gibt er das da aus. Negative XP und gibt mal. Help, negativ XP ein und so weiter und so fort. Da hilft eigentlich meistens und gibt es jetzt falsch eintippst, das war so das Schema. Ja, jetzt kostet es ist ein visueller Fehler mit dem Erfahrungsbuch. Aber nein, es ist eigentlich ein anderes Fehler. Es ist nämlich ein Programmierfehler mit minus Erfahrungspunkten. Es ist nämlich von den Standard benötigen Erfahrungspunkte abhängig. Weil die entwickelten Pokémon brauchen mehr Erfahrungspunkte wie die nicht entwickelten. Ist ja klar. Das haben sie einfach nicht hingekriegt. Ah, wunderbar, dass es in der ersten Generation nicht so war. Bei der ersten Generation rot-gelb-blau, da war das Spiel ziemlich. Ja, verpackt und so. Zum Beispiel, dass Geist auf Psycho überhaupt nicht gewirkt hat, das war schon wacke. Da fragt mich eigentlich schon, für was gibt's dort Nebulak-Gengar? Wenn Spuckball auf Simsala nichts bringt. Und Simsala ist auf jeden Fall schneller wie Gengar. Ich hab noch geschaut. Oh Moment, kann ich nicht laufen. Naja, heute denken wir gar nicht mit. Das merkt man schon. Einfach nicht denken, dann redet man ganz normal. Poketime, 7 Uhr! Genau. Was irgendwer eigentlich, was ein Tag in Poketime ist, in Echtzeit, was das irgendwer? Ich nicht, ich hab das noch nicht geschaut. Ich glaube, das mache ich mal, wenn man langweilig ist. So extrem langweilig. Tschüss! Bis bald! Oder Knofenser. Das kleine Knofenserle. Das war's nur Rankenhieb. Komm. Rankenhieb. Was? So, nächste Arena, das ist die Käferle-Arena. Käfer, Käfer, Käfer. Da tut's mir viel und tun noch vor. Käferschwächen. Feuer, Eis, wegen Flug, weil es sind meistens Käferflug, Gestein, Stoner, ja. Was nicht zu empfehlen war, war mit Simsala da rein zu gehen, außer ich will es ein bisschen crazy haben. Obwohl, ich hab mit Simsala da ziemlich viel abgemurkst, ja. So, Eisstrahl! Frier's alle ein! Heute gibt's Schnitzel mit Tanzer! Ah, wie heißt das nochmal? Hab ich vergessen. Killer, über das reden wir später. Hi. Und hi YouTube, ja. Hi Killer. 36, was weiß ich was. Er behauptet nämlich, ja, über das rede ich nicht lieber. Da müsst ihr ihn schon selber fragen. Oder fragen. Entschuldigung, bis ich ins Hochdeutsch reingekommen. Wenn ich okay bin, dann ist es einfach so. Wenn ich Headset aufbaue, dann rede ich auf einmal wieder Hochdeutsch. Das ist einfach so. Meine Güte. Du kannst bloß nicht zu mir haben, ich verstehe jetzt kein Wort mehr.
730.000 Erfahrungspunkte. Ja, das ist ziemlich nett. Für ein Fastelka, ha. So war es genommen wieder wenigstens. Käferle Arena, Käferle Arena. Parasek, Level 58. Ja, das Level ist sick, ganz schön. Ist die zweite Arena und ist schon Level 60. Wenn ihr nur denkt, dass die 8. Arena in Kantos um die Level 50 war. Jetzt bin ich zwei Arena weiter, ist schon Level 60. Da fragt man sich, wo muss ich leveln? Also wenn ihr in Kanto angefangen habt, leiden und 8 Orden habt plus Surfboard, kennt ihr es zum dritten Unterstock von der Dicta-Höhle. Das habe ich schon mal ein Video gezeigt, glaube ich. Ja, irgendein Part war das mal. Und wow, Aria, das hält sogar ein Eistreu aus. Nett. 42.000 Erfahrungspunkte, wow, wenn es nichts weiter ist. Muss man mal das Moveset von Ariades anschauen, weil viele Leute wollen immer Ariades haben. Ich frage mich eigentlich, warum? Beziehungsweise, welcher Käfer-Pokémon willst du gebrauchen außer Scaraborn? Ich weiß nicht viel. Beziehungsweise im PvP, weil in Commuter Battles kann man sehr viel Käfer-Pokémon brauchen. Aber hier sieht es noch gut aus, Fastelka und Scaraborn. Okay, Pinsir, ja. Das hat wenigstens Kampfattacken drauf, aber naja. Nur Kampf, das ist halt. Autsch. Ein Kampf ist auf Eis sehr effektiv. Aua! Das Dumme ist halt nur an Pinsir, wenn ein Geist-Pokémon als Gegner kommt, dann ist es nicht mehr so gut. Mein Pinsir führt einfach eine Step-Attacke. Leider. Ich frage mich eigentlich, warum lernt es nur Kampfattacken, wenn es ein Käfer-Typ ist? Vor allem haben es ein paar Pokémon die Moves verändert, wieder mal. Müssen wir mal wieder mal alle durchschauen. Oh, lieber Smetbo, Eisstreu und tschüss. Ah, Smetbo, Käferflug, erste Generation, yeah! Es waren noch Zeiten. Beedrill. Leider kein Käferflug, aber Käfergift. Ich frage mich eigentlich, warum ist es kein Käferflug? Wahrscheinlich wollten sie einfach eine Variation haben. Und warum ist jetzt mein Firnontor hier? Ja. Bisaflor! Und der englische Ruf, Venusaur! Ganz englisch heute. Tabletsch! Och, da hat er 80.000! Das ist viel! Omod, alles Pokémon, die aus Psycho-Attacken lernen können. Ja, Psycho-Kinese, wenn man von Teufel spricht, dann kommt da. Was man sehr, sehr sieht, sind Käfer-Pokémon im PvP ab Nennensk. Aus Scaraborn, das sieht man wirklich oft. Wenn man sieht, dann denkt man sich, was ist ein guter Counter? Ein Flug-Pokémon. X-Bud ist der beste, soweit ich weiß. Eventueller Dragoran oder Lander. Wegen Fliegen! Janmano, yeah! Geh mal das Janmano weg! Weg mit dir! Weg! Braucht keiner! Flügelattacke! Auatsch! Du tust mal weh, das lass gar nicht. Tschüss, Janmano! So, das war's. Das ist nur noch der Arena-Leiter-Tor, aber der will nicht kämpfen. Ich kann sich nicht mal ruhig wieder zwangen. Das geht nicht, ich hab ihn schon. Es ist war mein. Nein, 10. Orden. Damals habe ich mit Arcani den Wolf zermetzelt. Hi. Hi, ich bin Baxi. Ich verliere niemals. Ja, danke. Geht nicht. Er kämpft nicht gegen mich. Ich hab schon gewonnen. Ich könnte ja scherzhaft einen neuen Account machen und da wieder alle Arenen machen, aber ich bleib bei einem Account. Das reicht mir. Weil ich hab viel zum Tor, ich muss wieder 99 leveln, neue Pokémon wieder suchen und so weiter und so fort. Das Pokémon wird nie langweilig. Ey, Katsuto, wir sind gleich schnell! Beziehungsweise, mach mal Arena, wer ist draußen? Tötet! Mist, er war von mir. Verdammt. Warum denn? Es schaut so aus, als da da laggen. Juckt, der laggt. Das sieht man.
Beziehungsweise die alt eingeschalteten von Pokémon Online, die erkennen den Unterschied zwischen Laggen und Speedhack. Die Wolke. Die. Die. Das ist deutsch und heißt die Bar. Die. Und ihr habt nebenbei die Parenta-Quest gemacht, die war ziemlich nervig. Da kann ich jetzt ohne weiteres gegen durch den durchlatschen, beziehungsweise an einem vorbei. Die Parenta-Quest ist einfach nervig. Einfach den kleinen Barmer da umreden, bis man Parenta findet. Beziehungsweise die Stangen fürs Parenta. Dann kriegt man Parenta auf Level 10 in die Box rein. Ob's gut ist derzeit oder nicht, weiß ich nicht wirklich, hab nie nachgeschaut. Was aber eine interessante Frage war, kann das Parenta, das man da kriegt, shiny sein? Das war eine sehr gute Frage. Ich glaube, heute komme ich noch, wenn ich gut bin, auf die 1000 Rep auf. 1000 Rep ist nämlich Maximum im Spiel. Oder 999, 999. Um ganz genau zu sein. Jetzt möchte ich noch in die normale Arena rein. Die normale Arena, die ist ganz schön happig. Die hat nämlich nur eine Schwäche. Kampf. Ich hab kein Kampf-Pokémon. Ich hab kein 80er, 90er, weder noch 60er, 50er, 40er, was weiß ich. Kampf-Pokémon. Ich mag Kampf-Pokémon, das ist nicht mein Typ. Kampf mag zwar vielleicht gut sein, so wie Macho Mai. Okay, Macho Mai Hobby. Aber ich mag den Typ einfach nicht. Darum hab ich auch Kaskarabon im Team. Käfer-Kampf. Paras. Was ist mit Paras, Mönchen? In die normale Arena reingehen und hochfighten! Ja, mit Paras kann man nichts Pilzspore machen. Das Blöde ist nur, der Zustand Schlaf im Pokémon Online, der ist ein bisschen gefährlich. Man kann nämlich sofort aufwachen, nur eine Runde schon, oder man schläft 20 Sekunden lang. Das ist immer unterschiedlich. Ist nichts fix. Und das ist nichts fix. Was noch schon viel finde, ist, wenn man Egelsammer von unten auf Gegner hat und Schlaf macht, wird Egelsam überschrieben. Was ist so. Da vergeht ein bisschen die ganze Taktik. Kann man ein bisschen taktisch kämpfen. Und nebenbei, der Deckherrmann, der bringt ein Pokémon leider nicht auf 99, der tut genau gar nichts, der ist nur für eine Quest gut. Nämlich für die. Ich glaube, das war. Moment. Das war die Dragon Stand Quest, ja. Die leider noch immer gesperrt ist. Wegen Bugs. Ich weiß nicht, wann die wieder freigestellt wird, aber hoffentlich bald wieder. Wir fangen eh wieder Zeit. Wo ich komme noch Dragon Stand rein? Man muss die DD Quest machen. Oh, leider ist die gesperrt, leider. Und vor allem, ihr müsst 16 Orden haben, damit ihr überhaupt die Quests machen dürft. Okay, man kommt früher schon, nur habt ihr irgendwann mal ein Problem. Ursring Level 64. Solarstrahl! Braucht keine Aufladungsrunde und 70.000 Erfahrungspunkte. Das ist einiges. Und Kangama ist schneller wie mein Pisa Floor. Nett. 30.000 Erfahrungspunkte. Also, wenn es immer wieder die Arena da herausfordert, die Trainer und bekommt, kriegst es auf Dauer ganz schön für Erfahrungspunkte. So, mal Egel sammeln. Zeig es einmal. Ich hab so Bier, ein bisschen schon, kriegt es dazu als Leben. Also, Egel sammeln funktioniert in dem Spiel perfekt. Gigasauger haben es gefixt, Megasauger haben es gefixt, Absorber ist auch gefixt worden, allerdings nur zum bestimmten Prozentsatz. Megasauger heilt nicht die KP, dass man anzieht, sondern es heilt irgendwie Wendam wie viel. Es ist nicht immer gleich viel. Leider. Es ist nicht prozentual, es ist irgendein 2 immer. Zwischen 20 und 50. Das müssen sie noch nicht fixen, dann ist die Attacke Megasauger richtig gut. Darum habe ich jetzt mir ein Giflor zugelegt. Giflor. Das kann nämlich ein Gigasauger. Das heilt sich dann ziemlich arg, wenn man das noch mit Paralyse spielt. Was besser ist, nach meiner Meinung, wie Schlafpuder in dem Spiel. Dann kann ich schon ziemlich nerven. Dann kann ich es ziemlich nerven, das hat schon einer mitgekriegt. Da hat er gesagt, boah, ist das starkste Pokémon. Das klappt mir gar nicht. Und
warum eigentlich immer Ultrigala kümmern will und den Giflor verstehe ich auch nicht bis heute. Ultrigala ist, ich weiß nicht, nicht so gut nach meiner Meinung, ist meine Meinung. Manche mögen andere Meinung haben, aber... Schreibt mir in die Kommentare, was ist darüber, Mords? Ultrigala, Giflor, was ist besser? Okay, Ultrigala hat einen größeren physischen Angriff, aber es bringt einem nichts, wenn Rankenhieb da im Spiel spezial ist. Ja, Cliffhebel, Hydra-Pumpe! Das hält sich aus. Na klar. Bam, aber Knoppe. Knopp, Knoppe Sache. Das Dummy der Leute geht auf 99 zu. Das ist ein neues Dummy für mein 99er-Team. Das alte ist ein bisschen in die Dock gekommen. Das da ist nämlich besser! Und manche Leute kennen nämlich das jetzt von meinem alten Dummy. Das war einfach nur... Hui! Okay, dann nehme ich jetzt sogar Swift. Sternschauer. Ist viel besser wie Hydro-Pumpe in dem Fall, weil... Scharnier seine Spezialverteidigung ist... Aber seine physische ist Müll. 90.000 Erfahrungspunkte, davon 30.000 extra. Also Membership zahlt sich ganz schön aus eigentlich. Ich hab's nicht mehr fast den ganzen Monat. Weil der Server so lange immer down ist, da kriege ich immer ein paar Stunden dazu. Ein Membership, also es zahlt sich voll aus. Kann nichts darüber sagen. Ist nur Bull. Die normale Arena schaffe ich noch in den Party. Hydro-Pumpe! Schmeiß ihn weg! Kabumso! Ah, Schlurblack. Das hat mich nicht, das Pokémon. Was haben wir noch? Granbull. Nur so einer. Lauter Normal-Pokémon, oder sehr variabel, also die Programmierer von dem Spiel haben sich ganz schon was gedacht bei dem Auswahl von dem Pokémon, von den Trainern. Das sind einige. Aber was fehlt noch? Togepi! Wenn man die Arena erst einmal besucht, glaube ich, ist es auf Level 50 herum. Ja? Jetzt ist 17 Level her. Das macht schon einiges aus, Leideln. Da kriegt man viel mehr Erfahrungspunkte. Und die Leiterin hat auch nicht so schwache Pokémon. Ich glaube, die hat auch Lachs und was weiß ich, ne? Der ist ganz schön happy gewesen. Oh jo. Vor allem, weil ich da mit Simsler reingegangen bin. Das erste Relax und ich dann, oh! Das Relax hat mir Simsler natürlich geholt, weil... Das Relax als Spezialverteidigung ist nicht schlecht. Überhaupt nicht. So, Leute, in der nächsten Part wird wieder normal geredet. Nicht normal wie heute, sondern Hochdeutsch. Beziehungsweise Deutsch. So, dass jeder versteht. So. Schauen wir wieder Pokémon. Habe ich irgendwas Besonderes dabei heute? Nicht wirklich. Tja, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt irgendwas verstanden. Wenn nicht, erreicht. Bis zum nächsten Mal und ich geht's wieder leveln. Yeah, farmen, leveln, farmen, leveln. Yeah, yeah, yeah. Geido.